Wenn wir relativ gut angetreten mit 126 Schützen, fertig zur Flankenparade. Dankeschön. Spüren lassen. 6. Königsbataillon, rührt euch! Das macht man die Augen geradeaus. Geradeaus? Geradeaus, oder? Die waren ja schon geradeaus. Da hat er den Leitfaden für vorstellen. Ne? Ich hätte nur 7. Hat etwas länger gedauert. Liebe Schützen des 6. Bataillons, liebe Spielleute der Zitadellengarde, meine Familie und ich heißen euch hier in der Platanenstraße vor unserem Zuhause herzlich willkommen. Vielen Dank an die Kompanieführung für die starke Beteiligung des Heiligabends des 6. Bataillons. Nach 2 Jahren Abstinenz ist es endlich wieder soweit. Wir Lohner Schützen feiern in diesem Jahr wieder unser traditionelles Schützenfest. Besonders begrüßen möchte ich natürlich seine Majestät König Hans-Dieter Hongkong sowie seine Minister Andreas Pundt, Wolfgang Schmidt, Ludger Heseding und Günther Möllmann und unsere Königin, die im Hintergrund steht, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt ist, da, hallo Annette, auch dich natürlich, herzlich willkommen. Auf unseren Königsthron, ein dreifach kräftiges Tschüss! Hey! Tschüss! Hey! Tschüss! Hey! Ach, Tschüss! Hey! Schützen, lasst die Fahnen wehen, wir freuen uns auf das Wiedersehen. Ein Motto, was nicht besser passen konnte. Zu diesem Motto feiern wir in Lohne in diesem Jahr das 414. Schützenfest. Sicher war das digitale Schützenfest 2020 eine klasse Veranstaltung mit Musik und Wissenswerten über dem Schützenfest, über das Schützenwesen. Auch das Minischützenfest 2021 in euren eigenen Kompanien war mit Sicherheit eine schöne Abwechslung. Aber nichts geht über das gesellige Miteinander von Angesicht, so wie wir es lange entbehren mussten. Drum lassen wir die vergangenen Jahre ruhen. Wir wollen in diesem Jahr traditionell unsere alten und neuen Würdenträger sowie Majestäten hochleben lassen und auf sie anstoßen. Besonders unserem Königsthron möchte ich hierfür herzlich danken. Ja, ich habe mir sehr viel aufgeschrieben. Ich habe 2 Jahre Zeit gehabt. Danken, dass Sie die ganze Zeit für uns, für unser Bataillon, für Ihre Kompanie, aber natürlich für den Schützenverein Lohne Gewehr bei Fuß standen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das, was diese Schützen geleistet haben in den vergangenen 2 Jahren, unser Thron. Also ich könnte es nicht besser machen, aber muss echt den Hut davor ziehen. Dankeschön. Vielen Dank für das, was ihr gemacht habt. Fahnen und Wimpel zieren in unseren einzelnen Gefechtsständen und unserer Stadt. Ein festlich geschmücktes Zelt, hoffentlich morgen fertig. Ein festlich geschmücktes Zelt, der bevorstehende Kommers und die musikalischen Höhepunkte wie der Zapfenstreich. Das Ausschießen des neuen Königs und des Kinderkönigs und nicht zuletzt die großen Festumzüge am Sonntag und am Montag durch die Lohner Innenstadt versprechen Geselligkeit und Frohsinn. Schützenfest, dies verspricht eine unverwechselbare Atmosphäre. Ihr könnt schon merken an meiner Stimmfarbe, dass ich etwas aufgeregt bin, weil das habe ich jetzt 2 Jahre hier nicht mehr in dieser Art und Weise gehabt.
Ich bin gerade sehr gerührt, muss ich wirklich sagen. Findest du den Truck geil, sag doch ehrlich. Ja, deswegen habe ich ihn bestellt. Es führt Schützen und Bevölkerung zusammen, unser Schützenfest, und ist Sinnbild für eine Gemeinschaft. Hier kann jeder miterleben, dass Traditionen und Werte nicht nur erhalten und gepflegt, sondern aktiv gelebt werden. Ich bin nun am Ende meiner Begrüßungsrede und fahre mit der Ehrung unserer verstorbenen Schützenbrüder fort. Ich darf euch im Anschluss bitten, eine kurze Gedenkminute einzuhalten. 6. Bataillon, stillgestanden. Richt euch, Augen gerade aus. Am 30. Januar 2020 verstarb aus der 44. Kompanie Heidewinkel Hauptfeldwebel Heinz Schmidt. Am 18. April 2020 aus der 5. Kompanie 1. Zug Deidanner Hauptgefreiter Alfons Buken. Am 20. Juni 2020 verstarb aus der 28. Kompanie Drosten Ehrenleutnant Kurt Olverding. Am 1. August 2020 verstarb aus der 45. Kompanie Bullenberger Obergefreiter Herbert Blome. Am 9. Januar 2022 verstarb aus der 28. Kompanie Drosten Hauptmann Clemens Prunschel. Am 4. März 2022 verstarb aus der 5. Kompanie 2. Zug Deidanner Feldwebel Wolfgang Haskamp. Und leider verstarb auch am 18. April 2022, Entschuldigung, von der 5. Kompanie Hauptmann Frank Michael. Sechstes Bataillon, Helm ab. Helm auf, rührt euch. Wir werden unsere verstorbenen Kameraden nicht vergessen und ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Dankeschön. Wir kommen nun zu den Ehrungen in unserem Bataillon und überreichen hiermit das Mikrofon an den stellvertretenden Bataillonskommandeur Christian Kleinstübe. Erster Zug wird Julian Pünter zum Unteroffizier befördert und Stefan Kleiner-Holthaus zum Bataillonsfähnrich, Dienstgrad Oberleutnant. Diese beiden Schützenbrüder bitte vortreten. So, auf unsere Schützenbrüder ein dreifach kräftiger Schuss! Heil! Schuss! Heil! Schuss! Heil! Nachschuss! Gut. Von der 5. Kompanie 2. Zug Deidanner, Kevin Landwehr zum Unteroffizier. Der ist, glaube ich, noch bei Pöppelmann am Arbeiten. Das holen wir dann am Sonntag nach. Von der 5. Kompanie 3. Zug Christoph Lamping zum Stabsunteroffizier, Thomas Lamping zum Unteroffizier und Matthias Aumann zum Oberfeldwebel. Bitte vortreten. Jungs, lächelt jetzt. Auf unsere Schützenbrüder ein dreifach kräftiger Schuss. Heil! Schuss! Heil! Schuss! Heil! Nachschuss! Von der 31. Kompanie am Steinkreuz Markus Olverding zum Feldwebel und Nils Hartmann zum Fähnrich des 6. Bataillons im Rang eines Oberleutnants. Ich
Ja. Auf unsere Schützenbrüder, ein Treffer, kräftiger Schuss! Halt! Schuss! Halt! Schuss! Halt! Schuss! Von der 44. Kompanie, Jan Strohmann bekommt als neuer Hauptfeldwebel und Spieß der Kompanie die gelbe Schnur verliehen. Und Andreas Sieberding als neuer Hauptmann bekommt für 2021 die 40-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein Lohne nachverliehen. Bitte vortreten. Auf unsere Schützenbrüder, ein dreifach kräftiger Schuss! Halt! Schuss! Halt! Schuss! Halt! Nachschuss! Sollten sechs werden. Und von der 61. Kompanie Wikinger Luca Brümmer zum Stabsunteroffizier. Dann darf ich auch allen Schützenbrüdern des 6. Bataillons ein angenehmes, schönes Schützenfest, auf das wir alle gewartet haben, wünschen. Und ich gebe nun ab an den Hauptmann der 45. Kompanie Bullenberger zum Fahnenhissen. Fahnenabordnung zum Heißen der Fahne vorgetreten. Denk dran, da dunkel nach unten. Nicht in Lieber Thron, ich wünsche allen Schützen und ihren Familien schöne Schützenfesttage, eine ruhige Hand und ein sicheres Auge. Allen Schützen heute Abend hier wünsche ich harmonische und gesellige Stunden. Weggetreten in die Unterkünfte. Hurra!